Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir ein bisschen mein YouTube-Zimmer zeigen, denn naja, entweder interessiert es dich ganz einfach mal, wie es bei mir hier so aussieht, oder du hast einfach Interesse daran, selber einen YouTube-Kanal zu machen und möchtest wissen, was man dafür alles so braucht. Deswegen lasse ich dich heute mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So sieht das immer aus, wenn man quasi von unserem Wohnzimmer hier in mein Zimmer reinschaut. Das ist eine Rumpelkammer, deswegen ist hier eine Tür, die ich sehr gerne schließe. Also ich habe es jetzt auch echt nicht aufgeräumt, ne? Hier sieht man erstmal ein paar Produkte für meinen nächsten Amazon-Haul oder halt Pakete, die ich zugeschickt bekommen habe und die ich noch ein bisschen öffnen möchte. Die sind halt noch verschlossen. Sammy schüttelt sich schon. Na Maus, willst du mit aufs Bild? Hallo Sammy, du bist im Video. Hä? Ach Maus, du bist immer echt unfassbar schön. Du bist unfassbar. Schnuff, 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 schnuff. So, ich fange mal hier unten an. Also, hier sehen wir zum einen so ein 2-3-Personen-Grill. Das ist so ein kleines Ding, was aber eigentlich hier einfach nur steht, weil hier Platz dafür ist. Kartons, Kartons. Das ist der Dutch Oven von meinem Freund. Kartons, die ich dann halt nehme für Verlosung oder so. Oder wenn ich halt so Päckchen packe für meine Freunde oder Familie. Das ist meine Aussortiertkiste. Darüber kann ich gerne mal ein separates Video drehen, wie da so der aktuelle Stand der Dinge ist. Im Prinzip füllt und leert sich die Kiste ja immer mal wieder. Hier habe ich meine Malsachen. Ich habe eine Zeit lang ziemlich gerne gemalt, bevor ich YouTube gemacht habe. Mittlerweile habe ich da nicht mehr so ultra viel Zeit für. Und wieder Kartons. Da habe ich noch eine Maske, die ich vom Action geholt habe, die ich für mich auch demnächst mal verwenden wollte, wenn ich mal wieder eine Tuchmaske oder so mache. Das hier sind einfach, das ist auch noch ein schwarzer Koffer und so. Das sind Sachen für meinen Freund. Da misst er dann quasi den pH-Wert oder so bei uns am Teich. Das braucht er halt. Krüffelpapier, das verwende ich, um Sachen einzupacken. Und noch mehr Kartons. Hier oben ist quasi meine Deko-Ecke. Da habe ich alles Mögliche drin, wenn ich Päckchen packe, um das alles schön zu gestalten. Das habe ich gepackt in Brigitte-Boxen und in Glossy-Boxen und dann halt mit so einem Etikettiergerät draufgeschrieben, was drin ist. Dann kann ich nämlich immer sehr schnell die Sachen finden, die ich gerade so brauche. Das ist sehr praktisch. Hier oben haben wir einfach eine Öselecke, weil ich da ein paar Kartons hingelegt habe. Und dann haben wir da unsere Gartenauflagen, weil hier sehr in der Nähe, sage ich mal, von diesem Zimmer ist ja unsere Terrasse. Da oben befindet sich meine Hängematte. Das ist mein Schrank für Winterjacken und Winterschuhe sind da unten auch drin. Und von meinem Freund auch, deswegen ja, bleibt er jetzt geschlossen. Genau, hier ist meine Ecke, wo ich ja zum einen ein paar Masken hingestellt habe. Dann habe ich hier in dieser Kiste Produkte, die ich jetzt demnächst im Video verwenden möchte. So, ich musste einmal kurz den Akku wechseln. Den Mitesser-Sauger werde ich tatsächlich schon vor diesem Video, was ihr jetzt seht, benutzen. Weil den wollte ich jetzt am Wochenende benutzen und das wird am Wochenende hochgeladen. Und dieses Video, was ihr jetzt hier gerade seht, wird in der Woche hochgeladen. Genau, dann wollte ich die Isana Fußmaske austesten, beziehungsweise die Fußwohlmaske von Rossmann. Wollte ich aber erst nach meinem Geburtstag machen, weil ich auf meinem Geburtstag keine hässlichen abpellenden Füße haben wollte. In dieser Kiste wollte ich einfach so ein paar Dinge sammeln, die ich gerne mag, die mir aber leer gegangen sind. Bislang liegt nur eine einzige Mascara da drin. Aber ich habe ja auch Just Mint gerade erst angefangen damit. Das ist die Catrice Glam and Doll Boost Mascara, die halt auch noch das Wimpernwachstum anregt. Joa, hier sind halt ein paar Felder schon leer, weil ich jetzt in den letzten Tagen auch einige Masken davon verwendet habe. Hier habe ich ein Körperspray oder ein Bodyspray, was ich gerne mal ab und zu hier im Raum verwende. Ein paar Pinsel, das sind eher so Foundation-Pinsel. Das ist nichts, was ich sehr häufig benutze. Ein bisschen Deko. Ein paar Highlighter-Pinsel. Dann eine Foundation, wo ich nicht wusste, wohin damit, weil sie nicht in meine Foundation-Geschichte gepasst hat. Ein I Love My Brushies. Oh, den werde ich demnächst mal benutzen. Den habe ich gerade wiedergefunden. Super! Hier haben wir meinen Kerzenständer, wo die Kerzen jetzt leider abgebrannt sind und ich mir noch Nachschub besorgen muss. Und dafür steht jetzt erstmal diese Ersatzkerze da, bis sie abgebrannt ist. Dann kommt die nächste. Ein bisschen Deko.
Ja, und hier ist ja so mein Aufbewahrungssystem, was ihr quasi immer als meinen Hintergrund seht. Ja, was ist da los, ne? Also die habe ich auch alle schon mal für euch geöffnet. In meiner Sammlungsplaylist könnt ihr das nochmal nachschauen. Das ist ein System, was ich mir von Ikea gekauft habe. Das hier habe ich aus dem Internet. Das sind so Buchstaben, die kannst du drauf machen. Und ja, das ist eigentlich eher so mein Standard-Lebensspruch. Genau, da sind noch mehr. Hier habe ich ein bisschen Deko, genau, eine Lampe. Ich habe gemerkt, dass wenn ich diese Kamera hier habe, dass ich diese Lampe besser nicht anhaben sollte, weil ich sonst echt so dunkel wirke und das ist irgendwie blöd. Naja, aber gut. Hier ist noch mehr Deko und das ist auch so eine Lichterkette, die ich mir gekauft habe. Ich glaube vom Action, aber ich bin mir gerade nicht... Nee, Quatsch, die ist von Rossmann, von Ideenwelt, genau. Hier sind so meine Blushes drin. Hier habe ich meine Highlighter drin. Es sind nicht wenige. Und die werden halt immer nach und nach aussortiert, ne? Dann habe ich da so ein paar Pinsel, noch ein bisschen Deko. Hier sind noch ein paar Puderprodukte drin. Gehen wir mal etwas tiefer. Da habe ich meine Make-up-Schwämmchen, meine Rougepinsel, meine Bronzer- und Puderpinsel. Und hier habe ich so ein System, da habe ich meine Bronzer drin. Ein paar Paletten habe ich hier auch mit drin, also auch von Catrice, diese, die ich im Tauschpaket mit drin hatte. Dann diese Palette von Benefit, die hatte ich in einem Trash-Paket mal drin, richtig cool. Und ja, hier auch noch ein paar Puder. Ansonsten sind das ein paar Bronzer, aber so viele Bronzer habe ich gar nicht. Das ist ganz interessant. Und hier spielt sich dann immer so der übliche Wahnsinn ab. So sieht das dann auch immer tatsächlich aus, wenn ich das Video gedreht habe. Es ist halt wirklich ein bisschen, unordentlich. Aber gut, also ich fange einfach hier oben an. Hier habe ich so ein paar Produkte, die ich zwischendurch einfach mal ganz gerne benutze. In so einen kleinen Acrylaufsteller. Dann habe ich hier so eine Tissuebox, also mit Kosmetiktüchern. Hier habe ich meinen kleinen Mülleimer. Mein Freund ist gerade wiedergekommen, da freuen sich gerade die Hunde. Dann habe ich hier so einen Schminkspiegel, da seht ihr mich auch. Moin. Genau, der kommt auch von Ikea, das ist auch so ein Set von Ikea hier. Und da habe ich auch so ein paar Produkte drin, ne? Das hier ist übrigens dieses attackierende Hyaluronwasser. Das ist so ein Sonnenprodukt, das wollte ich demnächst mal bei mir in die Verwendung aufnehmen, sage ich mal. Das ist so einfach ein Sonnenschutzgel. Ja, dann habe ich hier immer so ein Notizzettelchen und ein EOS Lip Balm und Spiegelchen und eine Schere und mein Haarreif und ach, alles, was das Herz begehrt. Notizsachen, ja, und hier halt so mein Kram auf dem Tisch. Das ist mein Stuhl. Ach so, hier habe ich auch noch so eine Wanne stehen. Die ist eigentlich eine Fußwanne, benutze ich aber gerne zweckentfremdet für Mülleimer-Ersatz quasi. Naja. So, dann habe ich hier eine große Softbox stehen, da habe ich mein Ringlicht stehen, ja, da vorne sitzt ihr dann immer drauf, genau, hier ist noch eine Softbox. So, dann hat dieser Schreibtisch hier auch noch zu dieser Seite Öffnung, da habe ich einfach hier unten meine Masken drin, da sind Magazine drin, also quasi die von den Beautyboxen. Hier oben habe ich eine Box, da habe ich so, ja, Kram drin, was man für mal eben schnell zum Filmen nehmen könnte. Wenn ich das eben mal brauche, dass ich das einfach direkt griffbereit habe und nicht irgendwie noch in meinen ganzen Sachen wühlen muss oder ins Bad rennen muss. So. Ja, genau, so sieht die Technik von hinten aus. Das ist nicht besonders schön. Ja, hier habe ich dann auch noch ein paar Kartons, einfach so ein bisschen. Hier sind so Sonnenschutzcremes und sowas alles drin, ne? Was man halt so für den Sommer braucht. Brauche ich jetzt aktuell aber nicht, deswegen ist es hier in der Box und einfach hier verstaut. Dann habe ich da einen Karton mit Post, da habe ich halt quasi, liebe Karten. Die hat da jetzt zum Beispiel nicht reingepasst, aber wenn ich Tauschpakete hatte oder so, dann bewahre ich die Karten natürlich auf und die kommen da immer rein. Aber mittlerweile ist es ganz schön voll, ich muss das noch irgendwie umdisponieren. Dann habe ich hier noch ein bisschen Deko, dann ist hier unten meine Technik, also das sind Ersatzakkus und die Bedienungsanleitung von meiner Kamera und solche Sachen. Ja, alles halt irgendwie ein bisschen organisiert. Die Abdeckung von meiner Kamera. Genau, ja, dann gehen wir auf diese Seite. Genau, hier ist noch ein Schrank. Da habe ich oben ein paar Pinkboxen draufstehen. Und auf der rechten Seite habe ich Glossybox-Kartons. Die nehme ich eigentlich immer gerne zum Verschicken von Sachen. Dann habe ich hier noch einen Schrank, wo meine ganzen Abendkleider und meine ganzen Kostüme drin sind.
Dann habe ich hier einen Schrank, ja, ne, so eine Malmkommode ist das einfach, wo ich halt oben drauf meine Gesichtssauna stehen habe. Dann ist das ja einfach der Regulator von der Fußbodenheizung. Wundert euch übrigens nicht über die Tapete oder wenn die Heizung nicht so optimal aussieht. Das hier ist ein Raum, den wir noch nicht renoviert haben. Das wird noch folgen. Irgendwann mal, wenn wir Zeit und Lust haben. Genau, das ist ein Bild, was ich mal gemalt habe. Das ist ein Mal nach Zahlen, ne? Also das habe ich jetzt nicht selber so gemalt. Das könnte ich nicht. Aber da saß ich echt lange dran. Naja, da habe ich noch eine Dekoblume, da habe ich die Uhrzeit, da seht ihr, welcher Tag ist, wie warm es ist und so weiter. Läuft. Achso, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ordner. Ich musste ja für meinen YouTube-Kanal auch ein Einzelunternehmen anmelden. Also, wenn du mit YouTube anfangen möchtest, musst du das anfangs nicht machen, aber drüber nachdenken, dass du es irgendwann machen musst. Weil sobald du Werbung schaltest, hast du etwas, das nennt sich Gewinnerzielungsabsicht. Und dann musst du natürlich auch so eine Art Buchhaltung machen und dich beim Finanzamt registrieren und so weiter. Und ja, ein kleines Unternehmen gründen. So, ja. Gucken wir erstmal hier rein. Hier habe ich in der ersten Etage meine ganzen Lidschattenpaletten. Hey, ja, es sind doch ein paar mehr. Wir kommen damit klar, ne? Hier in der zweiten Schublade habe ich, ich mache sie nicht allzu weit auf, weil sie muss echt mal aussortiert werden, Produkte, die neu sind, die verlost oder verschenkt werden demnächst. Dann habe ich hier Schuhe. Ja, also irgendwo muss ich ja mit meinen Schuhen auch hin, ne? Also da sind Schuhe. Und hier sind auch Schuhe, so Sommerschuhe. Ich habe euch ja auch schon mal meine ganzen Schuhe gezeigt, als ich sie ausgemistet habe. Übrigens, in diesem Schrank sind auch Schuhe von mir drin. Genau. So, und jetzt, achso, da seht ihr übrigens unseren Garten. Ich will nicht allzu viel zeigen, weil sonst seht ihr unseren Nachbarn. Das will ich nicht. So. Oben habe ich zwei Kartons stehen, die ich auch als Versandkartons nehmen kann. Das ist von der Zoroya Schatzkiste. Die sind eigentlich in einem ganz guten Format. Hier habe ich ein paar Produkte, wo ich noch nicht genau weiß, ob ich sie selber verwenden werde oder verlosen werde. Das sind so ja, Haarprodukte, ne? Und ich bin jetzt echt nicht so der Haarmensch. Hier haben wir so ein paar Sachen, die halt in Verlosung aktuell drin sind. Hier habe ich meine aufgebrauchten Produkte, noch mehr aufgebrauchte Produkte und Tüten, wo aufgebrauchte Produkte rein können. Ja, so sieht auf jeden Fall mein YouTube-Platz aus. Als ich angefangen habe, hatte ich das ganze Equipment nicht. Ich habe mir das nach und nach dazu geholt, ne? Also es fing ja alles an, dass ich einfach mit meinem Handy gefilmt habe und dafür so ein kleines Stativ hatte. Das kann ich dir auch sogar mal zeigen. Also ganz zu Anfang hatte ich noch überhaupt kein Stativ. Da habe ich mein Handy einfach an einen Seifenspender angelehnt oder an irgendetwas, was ich dahinter legen konnte. Später habe ich mich weiterentwickelt quasi und habe mir dieses 5-Euro-Stativ, wie auch immer, gekauft. Das gab es bei Amazon. Ich guck mal, dass ich dir das mal in der Infobox verlinke. Ich habe übrigens da vorne auch noch ein anderes Stativ stehen für den Fall der Fälle. Genau, das kann ich dann auch verwenden. Aber dieses Stativ, ja, kann man ab und zu auch mal fürs Handy nehmen. Aber eigentlich filme ich ja nicht mehr mit dem Handy. Ja, dann habe ich da noch so ein paar technische Geräte drin. Was du auf jeden Fall brauchst, sind Speicherkarten, Speicherkarten und Speicherkarten. Oder du holst dir hier so eine externe Festplatte. Da habe ich einfach hier eine von Toshiba mir geholt. Auch die kann ich dir mal in der Infobox verlinken. Die ist eigentlich ganz gut und da sind auch alle alten YouTube-Videos von mir drauf. Und ja, dass ich da halt immer wieder noch drauf zugreifen kann. Und das ist auch nur für meine YouTube-Videos und da sind ganze 2 Terabyte Volumen drauf. Das ist ganz gut. Ja, dann hinterlassen wir mal da ein bisschen Chaos. Achso, da habe ich natürlich hier auch noch um die Ecke eine Mehrfachsteckdose, ne? Dass du auch alles wirklich ausmachen kannst, wenn du aus dem Raum rausgehst. Sonst, ja, ist es ein bisschen viel Strom. Ja, und die Ausrüstung kam halt nach und nach hinzu. Das war halt erst, dass ich mir die Softboxen geholt habe. Da habe ich dann noch da vorne auf einem kleinen Höckerchen gesessen und hatte dann hinter mir das Ding stehen und da mein Hintergrund quasi drauf. Später kam dann der Hintergrund hinzu mit dem Schreibtisch. Das habe ich zusammen bei IKEA geholt Anfang diesen Jahres. Und dann habe ich mir auch ein Ringlicht geholt und ja. So nahm alles seinen Lauf und ja, jetzt ist es so, wie es ist und es gefällt mir ganz gut. Ich habe mir aber dennoch ein bisschen was noch dazu gewünscht, auch an Kameraausstattung, ne? Dass ich ein vernünftiges Mikro kriege und andere Lichter, die vielleicht ein bisschen heller sind. Ja, da bin ich mal gespannt, was sich dann so nächste Woche entwickelt.
Und was natürlich auch total wichtig ist, ist, dass man halt ein Licht oben hat, was halt auch auf einen drauf scheint, damit man halt ein bisschen mehr Kontur bekommt und halt von oben abgesetzt ist und sich vom Hintergrund quasi absetzt. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber es ist wichtig, ein Oberlicht zu haben. Und ich habe hier hinten auch noch ein bisschen Licht, um den Hintergrund ein bisschen zu beleuchten. Das konnte ich jetzt so lösen mit den vorhandenen Lampen, aber ich hätte es gerne noch ein bisschen anders. Da bin ich aber auch noch ein bisschen am Feilen. So ihr Lieben, jetzt habe ich euch mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen genommen und ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Schreib es mir gerne unten in die Kommentare, wenn du noch irgendwas etwas detaillierter wissen möchtest, zum Beispiel meine Aussortiertkiste, die werde ich dir auch noch in einem separaten Video zeigen, dann schreib es mir doch gerne unten in die Kommentare und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir ganz einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal ein paar Dinge hier um mich drum zu und halte es auch etwas weiter weg, dass man es auch wirklich sehen kann. Ansonsten habe ich es ja direkt irgendwie im Gesicht. Das ist dann ja auch störend, ne? Genau, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!